So, dann genießen wir jetzt das bisschen Steinzeit, was wir hier noch haben. Hier läuft das schon wieder alles super. Ja, was ist denn da los? Ich habe automatischen Input nach unten. Ja. Du hast automatischen Input nach unten? Ja. Yep. Ja, das ist schlecht. Geh mal in ein Menü und Wow. Okay. Geht's wieder? Yep. Der Stick hat wohl nur seine neutralen Nullstellung da nicht eingehalten. Halt mal mit hier doch nicht lang. Dieser Schlingel. Ah, das sind die mystischen Berge. So mystisch. Von den mystischen Bergen kommen wir. Von den mystischen Bergen kommen wir, ein Kult. Sorry, ich muss wieder an den mystischen Türk denken. Kuddelkult. Ah, die wollen sterben. Sie wollten. Ich hätte sie geschont. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Wir haben den Kult schon mal gestört, oder? Ja, mehrfach, ja. Das ist unsere Spezialität. Kulte stören. Ja, das mache ich jedes Wochenende. Oh, dieser Roboter mit seinen Laserhorn. Tja, wir können noch mal sagen, wir haben noch ein nächstes Projekt neben Chrono Trigger. Ich habe da nämlich eine CD gefunden. Ein Relikt aus vergangener Zeit. Und diese CD ist auch sehr wichtig für Leute, die Geschichte studieren. Das betrifft dich. Ach ja, warum? Naja. Ich meine, das betrifft dich auch. Mich hat es schon betroffen. Ich bin bis heute betroffen. Es ist etwas zwischen heilig und unheilig. Ja. Es ist die PC-Version von Marios Zeitmaschine. Oh nein. Ich wusste nicht mal, dass das für PC rausgekommen ist. Aber ich habe die CD gehabt und ja. Wir werden es natürlich anspielen. Der einen harten Wissenstest. Wissenstest? Naja. Es ist ein Wissenstest, ne? Mehr ist es ja nicht. Ach ja, wir brauchten ja diesen Stein für unseren Freund, den Frosch. Aber du kannst doch jetzt den Konter wiederholen, oder? Kann ich nicht. Nee? Wir brauchen dafür ja erst wieder Inventarzugriff auf unsere liebe Lunch. Oh. Ich hab ihr das vorher nicht weggenommen, das war schlecht durchdacht. Ich dachte, sie legen das automatisch ab. Aber nein, ja, aber nein. Okay. Also werden wir halt eine Weile ohne auskommen. Naja, so sei es. Medina 1000, jo. Es ist halt jetzt der Semi-Hard-Mode. Hi. Ja, immer diese Schränke als Portale. Narnia kennt das. John Travolta auch. John Travolta. Der kommt nicht gerne aus dem Schrank. Ah, war es nicht wer anders? Bosch. Nein, es war John Travolta und Tom Cruise. Tom Cruise, ja, den meinte ich, ja. Großgütiger. Aber wow. Das ist doch Peter. Achso, großgütiger. Ihr habt tatsächlich etwas Traumstein gefunden. Damit sollte ich Grand de Lyon reparieren können. Bitte was? Nun frage ich mich, wie ihr das alles geschafft habt. Erst Grand de Lyon, jetzt das Traumstein. Das Traumstein? Das Traumschiff. Es ist auf keinen Fall Zeitreise im Spiel gewesen. Das Traumstein, ey. Das Traumstein. Aber was kümmert mich das? Macht es euch bequem, ich werde eine Weile brauchen. Das Traumschiff mit Florian Silbereisen. Ich helfe dir. Das Traumstein mit Florian Silbereisen. Mit Florian Silbereisenhammer? Hoffentlich. Wie er das wohl reparieren will. Er ist Borsch, er kriegt das schon hin. Unterbrich mich nicht, ich bin höchst konzentriert. Na gut. Um Grand Lyon wiederherzustellen, muss das Traumstein... Die ziehen das durch. ...raffiniert werden. Doch nicht nur das, auch die Klinge selbst will reaktiviert werden. Übernimm du der Traumstein... Den. Das Traumstein. Ich kümmere mich um der Klinge. Vielleicht ist es ein Problem, dass es eigentlich das Traumgestein sein sollte. Tja, haben sie aber nicht gemacht. In Ordnung, keine Sorge. Werkstätten sind mein zweites Zuhause. Gaststätten sind mein zweites Zuhause. Ach, gute Zeiten waren das. Ach ja, gut, dass es wieder Gaststätten gibt. Ja, Gaststätten sind jetzt wieder ein Ding.
jetzt, wo eh fast alle Kneipen, jede dritte Kneipe in Deutschland bankrott gegangen ist. Schön, dass es jetzt wieder möglich ist. Ausgezeichnet, ich bin fertig. Könntest du mir bitte das Traumstein bringen? So nicht. Den Traumstein bitte. Kein Problem, ich bin auch gerade fertig geworden. Der wirkt einfach nicht kompetent. Mit was, Bulma? Mit das Traumstein. Also gut, fangen wir an. Artikel richtig benutzen, Lektion 1. Ja, viele Leute haben das Problem mit der Sieb und das Sieb. Es ist erstaunlich, dass offensichtlich das Problem warum mit ist es das Sieb? Die schlechten Sprach-Skills aus der Steinzeit mitgebracht wurden, aus diesem Stein. Gib mir mal den Sieb. Nein, auf keinen Fall. Den Durchschlag vielleicht. Würde ich den Sieb über den Kopf ziehen. Verzeihung, dass ich euch warten ließ. Ja, aber wir waren doch die ganze Zeit dabei und haben mit ihm geredet. Wie ich schon sagte, Gaststätten sind mein zweites Zuhause. Seht her und staunt ehrfürchtig. Grand Lyon in seiner vollen Pracht. Interessant. Meine Sensoren registrieren mentale Energiewellen, die direkt von Grand Lyon ausgehen. Tja, was soll ich sagen? Was ich anfasse, hat eben Hand und Fuß. Das Schwert hat keine Hand besonders und keinen Fuß. Wenn ich eine Hand und einen Fuß anfasse, hat das... Besonders, wenn ich diese kleinen Kinder bringen anfasse, wir Grand Lyon zu Herrn Frosch Coron. Oh, es ist super, Herr. Dass er Herr Frosch ist. Er müsste auch Sir Frosch oder Lord Frosch sein. Ja, Sir Frosch. Sir Frog ist eigentlich am angenehmsten. Sir Froggington. Sir Squeakington von Frog. Achso, ja, wir müssen natürlich aufhören, in der Gegenwart zu sein. Nee, der hat Monsterpreise. Wow, das war aber ein. Wie nennt man das? Ne? Schenkelklopfer. Oh, Schatz, da sind schon wieder diese Leute, die ständig in unseren Schrank gehen. Das ist mein Pseudonym Karl Auer. Oh, weia. Truth, Mann. Pseudonym Auer, weia. Oh Gott, ne, nie. Ne, falsche Adresse. Aber das Truth Massive. Tote. Das klingt auch wie so ein Actionheld aus den 80ern. Wenn sie in Filmen die immer Alice genannt haben, dann ist das auch Truze. Alice. Verprügeln wir halt mal wieder One-Hit von da. Mir ist aufgefallen, dass die Finn, also die haben das, den Namen Alice nicht. Und deswegen heißt es da Lisa im Wunderland. Ist nicht ganz so mächtig. Ich meine, der Name Alice ist bei uns ja jetzt damals auch nicht so geläufig. Deswegen war es ja Alice. Nee. Alice. Der Name ist der so viel geläufiger? Alice? Nee. Den Namen gibt's eigentlich doch gar nicht. Den gibt's bestimmt, aber... Obwohl, ich kannte damals eine Alice, ja, aber wir sind in dieser Zeit, in aber der... die wäre eigentlich auch Alicia. Ja, und Namen sind ja dann irgendwann durcheinander gekommen. Alicia vergisst immer ihre Schlüssel. Deswegen so. Alicia. Keys. Die Fledermäuse wo? Oh, ein Seil. Oh nein, es ist eine Schlange. Oh, Fröschchen. Ja, ihr schon wieder. Dieses Schwert. Nein, unmöglich. Ihr seid im Besitz von Grand Lion. Beeindruckend. Dieses Schwert ist dreimal so groß wie der Frosch. Ich muss diese plötzliche Wendung in Ruhe bedenken. Bitte bleibt über Nacht. Du hast nur ein Bett, Fröschchen. Das ist egal. Viel Spaß beim Kuscheln. Ja, deswegen. Es wird schon schwarz ausgeblendet und... Oh. Ich würde mit dem Fröschchen kuscheln. Lille. Ihr wollt uns alle sogar verlassen, Cyrus. Cyrus. Das ist Cyrus, verdammt nochmal. Ja. Aber warum? Es ist längst überfällig, dass wir diesem Froschkönig die Brosche wieder abnehmen. Froschkönig. Außerdem möchte ich jedes legendäre Schwert mit meinen eigenen Augen sehen. Ich habe eine legendäre Schwertersammlung. Ja, dieses Königreich braucht euch, Cyrus. Weiß zwar nicht warum, aber ist so. Und auch uns seid ihr ein unersetzlicher Freund. Versprecht, dass ihr wohlbehalten zurückkehrt. Und jetzt husch, husch. Solange noch etwas Leben in diesen Knochen steckt, werde ich das komme, was wolle. War das nicht eigentlich unser Alkoholiker?
Ja, war der das? Nun denn, egal. Nee, das war der Kommandant. Nun denn, mit Verlaub. Ja, tschüss, ne? Falls ja, ist er jetzt nüchtern. Aber wenn wir alle anderen Namen irgendwie deutsch aussprechen, warum ist er dann nicht Cyrus? Dann ist er jetzt Cyrus. Weil er jetzt Cyrus ist. Achso, Cyr, ja gut, Cyr Cyrus. Cyr Cyrus. Aber Cyr. Sire. Sire. Das ist ja Sire. Also Sire macht man ja mit E noch. Ist ja auch alles egal. Im Namen der ganzen Ritterschaft wünschen wir euch viel Glück und eine gute Reise. Kussi Bussi, machen Sie es gut. Schön mit Öl. Solange wir sie nicht mit Ihnen gehen müssen. Kameraden! Jetzt kommt eine Antwort. Ich lege den Schutz dieses Königreichs in eure Hände. Haltet alles Übel von ihm fern. Okay. Hoho. Entschuldige, dass ich dich warten ließ. Brechen wir auf. Stoßen wir auf und brechen ins Horn. Sei auch du vorsichtig, Glenn. Muss ich jetzt schon wie ein Frosch reden? Nee, ne? Gehabt euch wohl, Majestät. Was? Massive Spoiler. Massive Spoiler. Entschuldigung. Aber jetzt beginnt es ja schon nicht mehr spoilerig zu werden. Oh. Mein Frosch ist gar kein Frosch. Ja, richtig. Aber das ist ein vollwertiger Frosch, den wir leider nie wiedersehen. Du bist der Elbrosch hier, Ritter des Menschenreichs. Dann komm und hol sie dir, wenn du dich traust, Quark. Genau das habe ich vor. Nimm dies, du elende Kröte. Ich bin ein Frosch. Nirvana Schlag. Smells like Teen Spirit. Oh, ich bin besiegt, das ging schnell. Pah. Dämliche Brosche, das werde ich mir merken. Oh, die sind so knuffig. Ja, ja, ja. And he will never be seen again. Schade, dieser Frosch hätte eine größere Rolle verdient. Ohne Witz, gekriegt. Und so ein Fettfuck hätte man echt gebrauchen können. Vorsicht, Glenn. Cyrus, dein Schwert. Grand Elion. Müssen wir es wirklich so nennen? Oh nein, Oberteufel Spekulo? Atze. Ach ja. War das schon alles? Alles Atze. Ohne dein schönes Spielzeug bist du nichts, ne? Noch habt ihr mich nicht besiegt. Das ist Cyrus, ich bin am Ende meiner Kräfte. Du hast überhaupt nichts gemacht. Ja, das war schon anstrengend genug. Hör mir zu, Glenn. Ich werde die beiden beschäftigen. In der Zwischenzeit, lauf weg oder sowas. Aber. Für was anderem bist du momentan nicht nütze. Wenn du bleibst, ist das unser beider Ende. Wenn. Oder ich laufe einfach weg und, Margus, wer macht denn? Ich mach mal Margus. Ich glaube nicht, dass du hier momentan Sorgen um andere machen solltest. Oh, er ist Batman. Ich trage keine Schulterpolster, aber ein Umhang. Das ist okay. Das macht die Schultern auch breit. Jetzt, Glenn, verschwinde! Das war der Teil, wo du verschwinden solltest! Cyrus? Ich hab dir gesagt, zu gehen, verdammt! Die Königin und so, kümmere dich um Königin Lynn und erzähl, dass ich epischer gestorben bin als das! Wow, er verbrennt. Ah! Nicht so episch, nicht so episch, nicht so episch! Tja, er wollte ja vorher sich mit Benzin einreiben und keiner hat verstanden, warum und... Was ist mit dir? Etwa zu feige zum Kämpfen? Was für ein ängstlicher Frosch im Angesicht der Schlange! Was meint ihr, Lord Marus, ne? Wollen wir diesem Feigling nicht ein angemesseneres Äußeres verpassen? Ne? Ja, warum nicht? Niemand widersetzt sich mir ungestraft. Nein! Au. Die totale Verfroschung beginnt. Scheiße. Ich hasse Secret of Mana. Schon viel besser, du kümmerlicher Wurm. Ich bin ein Frosch. Oh, eigentlich wollte ich ja einen Wurm. Magus?
Ja, so war das damals. Nach Rückblenden. 10 Jahre ist das jetzt her. Ja, bin ich stark genug? Osiris. Nein, bist du nicht! Osiris. Aber er bleibt ein Frosch, oder? Ja, erstmal bleibt er ein Frosch. Bleibt er für immer ein Frosch? Das kommt drauf an. Es kommt drauf an. Bitte lass ihn ein Frosch bleiben. Aber gern. Ja. Aufwachen. Guten Morgen. Das ist sowieso die bessere Entscheidung, wenn du ihn ein Frosch sein lässt. Ich habe Schweißfliegenkaffee gemacht. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Fähigkeiten ausreichen, aber auf die Probe will ich sie stellen. Lasst uns der Burg des Hexers einen Besuch abstatten. The Witcher. Aha. Sie gehen jetzt nach Kaer Morhen? Ja, wir gehen jetzt nach Kaer Morhen. Wir werden uns einem Gegner mit verheerenden Kräften gegenüber sehen. Seid ihr euch dessen bewusst? Oh, Blöden. I guess so. Nichts ist, nichts ist stärker als die Wissenschaft. Vielleicht Grand de Lyon? Grand de Lyon! Wir sind es der Zukunft schuldig. Kommt der Frosch in die Partie, oder? Frosch. Ja. Oh, Rivety, Hoppity, Hippity. Rivety. Dafür ist Bulma raus. Das ist sich aber erstaunlich wenig zu sprechen. Ja, das stimmt. Was will man machen? Was will man machen? Er hat eine super Theme. Mhm. Rivety. Aber bevor wir dorthin aufbrechen, müssen wir noch etwas Wichtiges tun. Keine Fröschen verprügeln. Ja, das machst du sehr gut. Ja, in dieser Folge sind keine Frösche. Nein! Ja. Aber sie sind ja irgendwie auch ein bisschen selber schuld, ne? Aber sie sind so niedlich. Die Schlangen sind so skeptisch, dass sie auch schon wieder niedlich sind. Das stimmt. Und sie haben eine Krawatte, oder? Ja, einen Kragen. Also eine Krawatte, einen Kragen haben sie zumindest. Sie sind offiziell nicht gestorben. Ich bin weggelaufen. Das ist sehr vernünftig. Gab's hier nicht noch ein bisschen müde. Zweites ja. Portal in die Gegenwart irgendwo hier? Aber ja, schlafen und speichern. Ja, wir müssen nochmal auf den Berg steigen. Oh ja. Wir steigen auf den Berg. Bin mir sicher, dass ich hier ein anderes Portal vergessen habe, egal. Ja, bei diesen ganzen Portalen, wie soll man da auch noch durchblicken? Ich frage mich, ob der Kuchen auch hier eine Lüge ist. Aber wir brauchen von unserem Fröschchen etwas ganz Wichtiges. Kisten mit Herzen drauf. Auch. Das war das Schwertgeräusch. Das ist immer so. Ich dachte, das war ich. Triple-Attacke. Triple. Die lohnen sich eigentlich nicht so gut. Triplette. Zeitstrudel. Shaky Cam. Wir müssen noch zum Anmutigen. Ach ja. Specchio. Dieses überdimensionierte Spielzeug. Dir fehlt die Lebenswende. Deine innere Stärke mag immens sein, doch das Blut der magischen Vorfahren fließt nicht durch deine Adern. Nur Öl. Du wirst nie einen Zauber sprechen können. Dafür ist die Musik ganz schön freundlich. Deine Waffen jedoch, wie dieses Laserding, sind äußerst mächtig. Sie sollten Schaden bewirken, der von der Schattenmagie nicht unähnlich ist. Was habt ihr denn da aufgegabelt, ne? Wetterleiter? Sieht so aus, als gebiete der grüne Freund über die Kraft des Wassers. Wer hätte das gedacht bei einem Frosch, hä? Hohoho, abracadabra, hokus pokus, fidibus. Wetterleiter. Ja. Frosch beherrscht nun Magie. Ich bin ein Zauberfrosch. Ja. Nö. Ein magisches Frösch. Er ist... Sehr schön. Ja, jetzt sind wir alle glücklich. Ein Frosch ist mit in der Partie. Und er ist magisch. Er ist jetzt ein magischer ist er Frosch in der Partie. Magisch.
Ja, wie sollen wir das noch toppen in den nächsten Folgen? Ich denke, wir, wenn es nicht wieder rausgecuttet ist, dann sollte er seine eigene Cutscene bekommen. Das wäre cool. Eigentlich am besten. Oh, da freue ich mich schon drauf. Na dann, Cliffhanger-Time. Yay. Yeah.